1998 ist sie gegründet worden. Die junge Dame ist jetzt also knappe 14 Jahre alt und darf heute zum ersten Mal auf die Bühne. Ist ja ein gutes Alter dafür. Also, meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir die beiden Erziehungsberechtigten. Als da sind der Vorstandsvorsitzende der BayWa AG, Klaus-Josef Lutz, und die Geschäftsführerin der BayWa Stiftung, Maria Toro. Bitte schön, Herr Lutz, vielleicht auf die Seite. Also, 2008 haben Sie den Vorstandsvorsitz übernommen. Vorstandsassistentin Maria Thurn. Ihr haben Sie dann gleich nochmal die gesamte Leitung der Stiftung übergeben. Sie sind ein sehr gemütlicher Chef. Das sind so die Fragen zum Einstieg, zum Ablauf. Ich denke, wir alle im Vorstand sind Chefs, die fordern, fördern und meistens hart, selten gerecht. Vielleicht ist das die richtige Formulierung. Stimmt's oder bin ich lieber dabei? Weiß ich nicht. Muss es gerade tun. Muss ich natürlich jetzt sofort weitergeben. Erst, also Sie haben 2 Jahre lang einen Fulltime-Job gefahren bei ihm im Büro und dann noch einen Fulltime-Job mit der Stiftung, also 2 nach Adam Riese. Und jetzt, seit Anfang des Jahres, machen Sie nur noch im Häkchen die Stiftung. Haben Sie jetzt hin und wieder mal ein Wochenende frei und lieben Sie Ihren Chef immer noch? Hin und wieder, ja, habe ich ein Wochenende frei. Das bezieht sich aufs Wochenende. Ja, jetzt bleibt auch mal Zeit, die Projekte vor Ort zu besuchen und nach dem Rechten zu sehen. Naja, ist ja egal, aber ja auch vorbereitet sein. Sie haben die Hälfte der Frage nicht beantwortet. Lieben Sie Ihren Chef immer noch? Sie sind hartnäckig, Frau Unke. Das würde ich gerne mit einer kleinen Geschichte beantworten, wenn ich darf. Stellen Sie sich die Szene vor, es ist so kurz vor Mitternacht, eigentlich ist man gedanklich auf dem Weg zur Tiefschlafphase. Mein Telefon klingelt. Herr Lutz ruft an, er ist mit Herrn Minister Fahren schon im Chaos bei einer Veranstaltung und hat eine gute Idee. Da rufen wir mal die Frau Thurn an. Da fahren schon 2 Sekunden später, sind wir beide im Gespräch über ein neues Stiftungsprojekt. Naja, so entstehen oft die wunderbarsten Projekte und trotz solcher Anrufe, oder vielleicht genau deswegen, schätze ich ihn immer noch. Schätzen Sie ihn. Also, sie hat diese große Gala zusammen natürlich mit einem tollen Team gestemmt, kann man schon sagen. Es war ja nicht unbedingt abzusehen, Herr Lutz, dass Sie, ich meine, jeden Abend steigen hier in München sehr viele große Veranstaltungen. Es war ja nicht abzusehen, dass Sie die Hütte vollkriegen, um es mal Max zu formulieren. Also wir sind sehr stolz, dass wir 440 Gäste circa begrüßen dürfen heute Abend. Das ist sensationell für unser Haus. Wenn man überlegt, was gleichzeitig alles in München ist, das sind ja normalerweise 4, 5, 6 Top-Events. Und die Oper, die Theater, Konzerte und so weiter. Also wir sind sehr stolz, dass Sie alle gekommen sind und vielen Dank dafür. Und ich finde, Sie können sich ruhig selbst applaudieren. Ich schließe mich an, sage danke, dass Sie alle da sind und ein wenig formal wollen wir jetzt auch sein. Sie beide begrüßen unsere Gäste kurz. Ja, lieber Herr Staatsminister Warnschuh, auch Ihre liebe Gattin ist heute bei uns. Herzlich willkommen bei der BayWa Stiftung. Wir grüßen ganz herzlich einen unserer wichtigsten Kooperationspartner, der wichtigste Kooperationspartner. Wir werden nachher hier auf der Bühne einen Vertrag unterzeichnen. Peter Maffay, herzlich willkommen bei der BayWa. Neben Minister Fahnschon darf ich als dritten und weiteren Paten für heute Abend vorstellen und ganz herzlich begrüßen den Präsidenten des Deutschen Raiffeisenverbandes und sozusagen unser aller Chef, der Präsident bzw. Vorsitzender des Aufsichtsrates der BayWa AG. Herzlich willkommen, Manfred Nüssel. Ansonsten grüße ich alle Freunde, Kunden, Partner, Spezies, Freundinnen der BayWa AG, herzlich willkommen heute hier bei unserer ersten Stiftungsgala. Damit möchte ich es auch bewenden sein lassen mit den Begrüßungen. Ich bin auf dem Weg hierher, 2 Fragen.
sozusagen nicht ausgekommen. Die eine war, jetzt habt ihr schon auf der grünen Woche, etliche von Ihnen waren ja da, die ganze Veranstaltung, die ganze Messe gerockt in gewisser Weise. You rocked the stage, hat einer zu mir gesagt. Und jetzt sowas, warum? Und die zweite Frage, wann können wir denn jetzt P1 hier nutzen? Das ist der eigentliche Grund, dass wir da waren oder da sind. Das ist ja wenigstens ehrlich. Meine Damen und Herren, die Antwort ist auch ganz einfach, wenn wir fertig sind. Das machen wir jetzt bayerisch. Wenn wir fertig sind, gehen wir ins P1. Und wenn wir nicht rechtzeitig fertig sind, dann gehen wir ein bisschen später ins P1. Michael Käfer hat heute das P1 für uns freigehalten. Wir können also durchaus 15 Minuten später erscheinen. Vielleicht zur ersten Frage. Warum machen wir das jetzt auch noch? Ganz einfach, meine Damen und Herren, seit 1998 gibt es die Bayerische Stiftung. Und mit dem Amtsantritt des neuen Vorstands und meine Kollegen und ich heißen Sie wirklich von ganzem Herzen nochmals willkommen, haben wir gesagt, wir starten jetzt noch einmal mit dieser Stiftung durch. Wir wollen was draus machen. Ein Kollege von mir.